Und ihr könnt dann wieder mit ein paar weiteren Geschichten ziemlich nass in der Residenz der alten Witwe Putz eintreffen, um dort dann bei einem Wein und ein paar Zigarren, Zigarillos, irgendwelchen Rauschkräutern, die Chiara aus Maraskan mitgebracht hat, ja, wieder Platz nehmen und euch den Rest der Geschichte zu erzählen. Ich werde diesmal darauf achten, dass jeder wie die Schuhe aussieht, die Stiefel. Interessante Bekanntschaft, die ihr da gemacht habt. Ja. Er ist so etwas wie eine Naturgewalt, könnte man sagen. Lass mich dir mal von der Pfeife von Morgia erzählen, mit der wir noch unterwegs waren. So, ihr hattet noch jemanden kennengelernt? Nennen wir es mal so. Aber mir war das nicht euer Bekannter? Ihr meint Iolaus. Lasst mich raten, lasst mich raten. Weiß Magier? Nein, er stammte von der Insel der Zyklopen. Ein sehr fähiger Analysemagier und Metamagier. Nun, vielleicht nicht gerade das Richtige für eine Arche, aber nun gut. Er war uns in vieler Hinsicht hilfreich. Hätten wir doch jetzt bloß einen Analysemagier, der so richtig gut diese Zeichen analysieren kann, dann wüssten wir, was da abgeht. Ja, das wäre wohl praktisch. Aber Zyklopen, was soll das denn sein? Eine Inselgruppe westlich des Horasreiches. Habe einmal eine Karte gesehen. Mich würde schon eine Karte der Küste dort interessieren. Nun gut. Wie ist unser Plan? Das Turnier bestehen und dann Das Turnier gewinnen. das Turnier gewinnen und dann reiten wir auf dem schnellsten Weg nach Wehrheim. Von dort aus rollen wir die Reichsstraße 1 auf. Ich mache mir noch ein wenig Sorgen. Diese feindlichen Truppen sind uns 4 zu 1 überlegen. Es sind wandelnde Tote, die sich kaum auf den Beinen halten können. Die Hälfte von ihnen ist kaum bewaffnet und die andere Hälfte ist nicht gerüstet. Ihr Wenn ich mich zurückgedenke an die Wasserleichen, nun, sie waren wirklich keine Gegner. solltet die Untoten nicht unterschätzen. Sie mögen Das vielleicht nicht nicht. besonders kampfkräftig sein, aber sie sind stetig Wir und schwer müssen zu darauf besiegen. hoffen, dass einige der anwesenden Magier für das Konvent sich überzeugen lassen, hier mit uns zu streiten und mit ihrer Magie gerade die Untoten außer Gefecht zu setzen. Na, da haben wir doch schon einen Ansprechpartner. Wie hieß der Mann? Eben Jedef Ibn Yasafa. Vielleicht sollten wir die Köpfe dahinter ausschalten, den Nekromanten, die die Toten erheben. Wo wohnen die denn? Vielleicht bietet sich dort an der Reichsstraße die Gelegenheit. Die ziehen mit den Untoten und steuern sie. Wenn das Vorgehen bei der Eroberung von Eslamsbrück und Warronk ein Anhaltspunkt ist, werden die Nekromanten und die menschlichen Diener Rassasurs die Voronlange aufsuchen, um sie zu entweihen und die Toten zu erheben. Es werden sie vermutlich, wenn die Zeit es gestattet, an der gesamten Reichsstraße versuchen. Wie gehen wir mit den Geweihten vor in den Tempeln? Glaubt ihr wirklich, ein Perrengeweihter gibt seinen Tempel so einfach auf? Er wird müssen. Und was passiert, wenn nicht? Wie gedenkt ihr damit umzugehen? Letztlich müssen Geweihte ihrem Gewissen folgen. Wenn nun ein Geweihter sagt, ich muss bei meinem Tempel bleiben, dann ist das so. Allerdings müssen wir auch daran erinnern, dass er nicht nur Geweihter für sich selber ist, sondern auch für seine Mitmenschen. Wir werden Ihnen nahelegen müssen, dass, nachdem die ganze Sache gelaufen ist, irgendjemand zurückkehren und Daphazien wieder aufbauen muss. Vielleicht sollten wir mit dem Argument kommen, dass sie ihrer Hütepflicht für die Menschen nachkommen müssen. Dass wir Oder uns damit, stärker ziehen. dass sie ausziehen müssen, damit überhaupt noch ein Tempel da ist, zu dem sie zurückkehren müssen. Zudem. Wollen wir jetzt Überzeugungsargumente sammeln? Es wäre zumindest nicht schlecht, wenn man sich schon vorher Argumente überlegen würde. Das können wir tun. Ich meine, gerade entlang der Reichsstraße 1, die hat schon viele Flüchtlinge gesehen. Also die Bewohner wissen, was ihnen blühen könnte, wenn sie selbst fliehen müssten vor den Horden. Das könnte ein Argument sein, um sich in Sicherheit zu bringen. Sagt diese Burg Mersing, war eure ehemalige Knappe nicht von dieser Burg?
Nein, meine Knappin war aus Torbrien. Das Burggrabenmund ist auf jeden Fall dort. Das müsste doch irgend so ein höheres Haus sein, oder? Grabenmunds. Als höheres Haus zu bezeichnen ist an vielen Orten in diesem Reich nicht mehr gar so gut gelitten. Aber ja, der Herzog von... ehemaliger König von der Parzien wurde vom Haus Rabenmund gestellt. Habt ihr auch schon familiären Kontakte zu dieser Familie, die uns helfen würden? Nein. Welche Adligen sind denn dort alle vor Ort? Okay, das Haus Rabenmund und das Haus Mersing scheint dort in der Nähe zu sein. Welche Adligen müssen wir uns noch mit auseinandersetzen? Wer ist da für die Leute zuständig in dem Sinne? Es gibt noch viele kleine Häuser entlang der Reichsstraße. Lasst mich überlegen. In dem Fall Rabenmund. Ich weiß nicht, wie das Haus vom Ochsenwasser aussieht, aber deren Besitztümer werden sich vermutlich eher südwärts erstrecken. Er herrscht derzeit über Gallis. Ja, fragt Sachen. Aber es gibt auch immer noch zwischen Argumenten und wir bringen sie um einen weiteren Weg, den wir wählen können. Könnten sie handfest überzeugen, dass es besser ist, sie evakuieren, als hier zu bleiben. Ein Stück Seil, sie binden sie alle zusammen und nehmen sie mit. Wäre eine Handlung wieder unsere Befehle ein... nicht eine Art von Hochverrat? Unser Befehl ist, die Reichsstraße zu evakuieren. Er hat gesagt, keine Toten. Nein, wir haben aber inquisitorische Rechte, wenn ich richtig verstanden habe. Und eine Zuwiderhandlung gegen die Inquisition ist so etwas wie ein Hochverrat gegen das Reich, nicht wahr? Ja, aber wir können jetzt nicht die Leute wegen Hochverrat anfangen zu erschlagen. Nein, nicht erschlagen, aber ihnen damit drohen. Ja, aber ich glaube, manche Leute werden für Argumente schwer zugänglich sein. Deswegen ist vielleicht dann die Frage, ob man abgespeckte Formen von Gewalt benutzt. Also. Ich muss definitiv zustimmen, aber mir Drohungen kann ich nicht zulassen. Also so manche Panzerhandschuhe in das Gesicht eines Adligen wird bestimmt hilfreich sein. Ich glaube, die Adligen, da muss man wohl Jalan und Isarun hier vielleicht den Vorteil lassen. Abel mir. Oh, natürlich Herr Carino, aber Adlige. Afim, ich glaube nicht, dass wir uns in adlige Angelegenheiten einmischen können, außer die hohen Herren hier sagen, wir sollen kämpfen. Und ich würde es vorziehen, die ganze Sache hinter uns zu bringen, ohne in jedem Dorf drei Duelle ausfechten zu müssen. Vielleicht brauchen wir diese Elend noch. Ich gehe davon aus, dass die meisten Herrscher dort einsichtig sein werden. Ich meine, sie sind nicht blind, sie haben die ganzen Flüchtlingsströme gesehen. Sie wissen, was passieren könnte. Wenn wir die Herren... bereit wird, den Untoten zum Opfer fallen, das Argument alleine sollte viele überzeugen, wenn nicht gar alle. Wenn wir die Herren des Landes überzeugen können, zu evakuieren, wird der größte Teil ihrer Untertanen ihnen auch folgen. Also ich kann nur sagen, dass zum Beispiel im thulamitischen Raum es so wäre, dass die meisten alten Menschen auf keine Drohung der Welt reagieren würden. Eher könnt ihr ihre Häuser abfackeln, aber selbst dann würden sie aus Trotz wahrscheinlich in dem Dorf bleiben und mit dem Dorf sterben. Vielleicht sollten wir uns auch mit den praktischen Fragen der Evakuierung beschäftigen. Wie evakuieren wir diese Leute? Wir haben nicht nur normale junge Leute, die wir evakuieren müssen, sondern auch junge und alte, die nicht selber gehen können, beziehungsweise bestimmt keine 3 Tage. Das habe ich doch bereits erwähnt. Ja, wir müssen definitiv mit Wagen, genug Zugtieren, genug Verpflegung überhaupt erst losreisen. Wir brauchen Zelte vor allen Dingen. Zelte, Unterkünfte, Nahrung, Ochsen. Das heißt, wir müssen das alles hier in Garrett kaufen? Oder organisieren lassen und nach Wehrheim bringen lassen, dass die Leute wenigstens in Wehrheim eine Option haben. Ich denke, zumindest von Vorräten werden die Leute dort einiges selbst haben mitnehmen können. Sie werden nicht mit zu viel reisen können, aber zumindest etwas mitnehmen.
Ich bin sicher, es wird einen bestimmten Anteil der Leute geben, die nicht bereit sind zu gehen. Das müssen einfach Verluste sein, die wir bereit sind einzugehen. Wir können uns nicht stunden- oder tagelang mit einem Dorf aufhalten, um noch den letzten alten Mann zu überzeugen. Irgendwann muss der Punkt kommen, wo wir gehen. Und wenn er dann dort sterben will, dann ist das seine Wahl. Genau, abgesehen davon, vielleicht können wir auch die Dörfler diese harte Überzeugungsarbeit machen lassen. Wenn der Opa eben nicht gehen möchte, muss man dem Enkel sagen, so, du überzeugst deinen Opa jetzt, dass er mitgeht. Dann sollten wir ihn zumindest, diejenigen, die wahrlich nicht gehen können oder wollen, den sollten wir dann zumindest nahelegen, in Tempeln oder auf Bohrenangern Zuflucht zu suchen. Vielleicht sollten wir auch eine etappenweise Evakuierung. Daran habe ich auch schon gedacht, dass wir in regelmäßigen Abständen selbst Lager errichten in halben Tagesreisen. Wir können diese Lager auf dem Hinweg auch schon errichten und auf dem Rückweg nutzen. Ja, und abbauen und mitnehmen. So müssen wir nicht Zelte über große Distanzen mitschleppen. Richtig. Und die leeren Wagen können wir benutzen, um diejenigen zu transportieren, die nicht mehr laufen können. Denkt daran, die Wagen werden nicht allzu schnell sein. Vor allen Dingen, wie lang denkt ihr, dass die Reichsstraße ist? Nun ja, wir werden nicht nur auf der Reichsstraße unterwegs sein, oder? Auch im allergrößten Teil werden wir um und an der Reichsstraße unterwegs sein. Und dort ist man kaum 1 bis 2 Tage immer von der nächsten Ortschaft entfernt. Doch die Leute sind zu Fuß, sind langsam. Die Reichsstraße, nun, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, mag zwar gut befestigt sein und gut begehbar sein, aber nun. Die Nebenstraßen bestimmt nicht. Nun, wir werden jetzt nicht zu jedem Köhler im Wald gehen. Das ist zu viel. Wir müssen eben den Dörflern Bescheid sagen. Hier, wenn ihr Verwandte in euren Waldsiedlungen habt, sagt denen Bescheid. Die sind auch nicht sicher. Aber wir können uns nicht mit so etwas aufhalten. Wir haben noch viel mehr Menschen zu retten. Eine grundsätzliche Frage. Wollen wir von Ost nach West oder von West nach Ost vielleicht sogar die Leute nach Wehrheim dringen? Also Ost nach West, sonst gibt es Verstopfungen. Wenn wir von Wehrheim aus vorgehen, können wir zuerst die Leute in Berda evakuieren. Und sobald wir die in Teif aufgescheucht haben, ist die Straße in Berda schon wieder frei. Ja, ich würde sagen, dass wir es in beide Richtungen tatsächlich tun. Auf dem Hinweg verbreiten wir die Kunde, auf dem Rückweg sammeln wir die ein, die nicht schnell genug weg waren. Das erscheint mir auch wieder besser dran. Mir geht es einfach darum, wenn wir Berla in Anführungszeichen fast leer gemacht haben und die Leute von Talf kommen daher, setzt die sich vielleicht in Berla fest mit den Worten, ach, es ist ja nur noch eine Tagesreise bis Wehrheim, dann flüchten wir schnell. Nun, und wenn wir zurückkehren durch Berla, werden wir sie dann weiterscheuchen. Zumindest könnten wir auf dem Hinweg schon mal die Alten und Schwachen mit den Wagen transportieren Richtung Wehrheim und auf dem Rückweg die Kräftigen mitnehmen, die selber laufen können. Also ich bin mir sicher, dass wenn Berla... Dafür, dass für diejenigen, die versuchen, in Berla zu bleiben, wird sein, dass nun, wenn sie versuchen, auf letzten Drücker zu fliehen, werden sie in befestigte Palisaden rennen, die keinen Durchlass für sie haben. Es wird einfach einen Anteil geben, der nicht zu retten ist. Damit werden wir leben müssen. So ungern ich da auch zustimme, hat er wohl recht. Selbstverständlich werden wir trotzdem versuchen, jede einzelne Seele zu retten. Jeder, den wir nicht retten können, wird uns in Wehrheim wieder begegnen. Aber diesmal auf der falschen Seite. Das ist wohl wahr. Aber ja, es wird Trottel, Idioten geben, die versuchen, sich zu verstecken in Kellern, in Wäldern, sich vor uns gar verstecken werden. Es wird unmöglich sein, alle aufzuspüren und zu retten. Möglicherweise und sollten der Feind wir wird sich finden. Verzeiht. Möglicherweise sollten wir auch die Gewaltenschaft der Travier mit einbinden. Immerhin ist es doch Dapazien, das Land der Travier. Auf die Gewalten hören sie vielleicht eher. Das ist eine gute Idee.
Ja, wenn wir mehr Unterstützung von anderen Gewalten bekommen können, es kann definitiv helfen. Es muss helfen. Dann sollten wir wohl damit beginnen, uns mit dem Haus Rabenmund gut zu stellen. Das wird uns innerhalb der Paziens den meisten Einfluss bescheren. Und es ist besser, sie im Guten auf unserer Seite zu haben, als sie mit einem Papier zwingen zu müssen. Darauf. Auf die Reichsgewalt reagiert das Haus Rabenmund gerne mal nicht sehr zügig. Unser bestes Argument für sie wird werden, wenn sie nicht gern, wird ihr Land trotzdem vernichtet, aber es wird niemanden geben, der es wieder aufbauen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Adlige auch einfach hingehen sagen werden, ja, wir haben unseren Dings-Dings-Dongs, wir werden das schon verteidigen. So ähnlich störrisch wie manchmal unser Jahrland ist mit den Worten, das geht so, wir können das schon. Wann habe ich uns denn jemals in einer hoffnungslosen Situation nicht zurückgezogen? Ja, ich sag ja nicht, dass ich sag ja nur, ich habe damit auf eure Worte abgezielt, nicht dass ihr den Tod verletzt. Ja, zählt nicht, halte nicht die Klappe. Nichtsdestotrotz selber besser. Sollten wir auch dann denken, dass eventuell Verräter in den Reihen der Alien sitzen, die genau wissen, was los ist. Ich möchte nicht unbedingt das Haus Raben und dazu zählen, aber nun ja, in der Vergangenheit erwiesen sie sich als nicht besonders vertrauenswürdig. Nicht wahr? Sollten sie es tatsächlich vorziehen, auf ihrer Feste zu verbleiben, ist das für uns gar nicht so schlecht. Eine gute, verteidigbare Position wird den Feind vermutlich mehr Kräfte kosten, als ihm ein paar neue Untote bringen. Sollen sie da bleiben? Den Feind aufreiben? Eine Belagerung. Die gefallenen Untoten werden sie einfach wieder erheben können. Das wird absolut nichts bringen. Es wird den Feind vielleicht für ein paar Stunden aufhalten, aber mehr auch nicht. Und der Feind wird nur stärker daraus hervorgehen. Wie viele Männer leben auf Burg Grabenmund? 100? 200? Burg Grabenmund? 200? 300 vielleicht. Sie soll angeblich unannehmbar sein, aber wenn Rassas nur vorbeikommt. 4 bis 6 weitere Banner, die dem Feind dienen. Naja, wir sprechen über Eventualitäten. Wir sollten darüber reden, wenn es soweit ist. Vielleicht sind diese Männer ja schon informiert oder ahnen Ähnliches und machen sich schon bereit zu evakuieren. Vermutlich. Doch keine simple Verteidigung wird bestehen, wenn Rassasor persönlich das Feld bezieht. Ein Kaiserdrache, der einfach die Mauern zerreißt. Dagegen werden sie sich nicht wehren können. Wir können ja auch argumentieren, dass er vermutlich keine leere Festung angreifen wird, später selbst zu nutzen. Also können sie so immerhin ihre Feste erhalten, um sie später wieder zurückzuerobern. Ja, genau das ist das Argument, mit dem wir argumentieren müssen. Wenn niemand dort ist, werden sich die Untoten nicht dafür interessieren. Sie interessieren sich nur für Leben, die sie verschlingen können. Andererseits könnte es genauso gut eine Feste sein, die wir im Nachgang erst einmal wieder zurückerobern müssten. Und das wäre ein sehr, sehr großes Problem. Und auch wir können uns dafür Zeit lassen. Zuerst gilt es... Wollt ihr euch denn Zeit lassen? Wollt ihr Untote vielleicht aushungern? Oder darauf warten, dass ihnen das Wasser ausgeht? Oder dass ihnen langweilig wird? Nein. Das ist Geschwätz für die Zukunft. Genau. Hauptarmee besiegen, dann haben sie keine Unterstützung mehr, keinen... Wir sollten erstmal diese Schlacht gewinnen, bevor Zeit wir die nächste planen. Unser Auftrag wir sollten ist erst es, einmal die dieses verfluchte Turnier gewinnen. Richtig. Ich denke, wir sollten das weiteren Wehrheim vorbereiten. Also vielleicht sollten wir auch nicht das, wie bekommen wir wen rausgeschmissen, sondern was können wir durch an Vorbereitung treffen? Könnten wir Boten nach Ragat zum Beispiel schicken und nach Punnen schicken, die jetzt hier erhöhte Nahrungsvorräte nach Wehrheim bringen? Denn wenn wir Erfolg haben und wir schaffen es, ganz viele Leute da aus ihren Dörfern und Städten und Häusern rauszutreiben, die nach Wehrheim flüchten, dann ist es gut, wenn da zusätzliche Nahrungsmittel sind. Ich denke, darum wird sich schon jemand anders gekümmert haben. Immerhin sollen wir nur den Auftrag ausführen und nicht ihn komplett planen. Deine Exzellenz würde uns wohl kaum anweisen, die Reichsstraße zu evakuieren, wenn er nicht entsprechende Mittel hätte, um diese Leute in Wehrheim aufzunehmen. Genau. Und wenn wir zu viel tun, könnte es zu auffällig werden. Unsere Aufgabe ist es wirklich nur, die Leute zu evakuieren und nicht uns darum zu kümmern, was danach mit ihnen geschieht.
Aber nicht, das werden andere schon getan haben. Ich mag diese Nicht-Weitsicht. Das hilft mir, meinen Lebensstandard weiterzuführen. Wir sollten überlegen, ob wir erst in Wehrheim die entsprechenden Wagen requirieren oder schon hier in Gareth. Ich würde sagen, schon hier in Gareth. Aber wir können es nicht sofort tun. Wenn wir es sofort tun, wie gesagt, ist zu auffällig, würde den ganzen Zweck des Wartens besiegen. Vielleicht könnten wir das tarnen, wenn das Turnier vorbei ist, die entsprechenden Wagen zurück nach Wehrheim senden, mit der Begründung, die werden dort gebraucht. Wieder gebraucht. Ich muss auch bedenken, dass nach Ende des Turniers die Straße gegen Wehrheim voller Soldaten sein wird. Die ebenfalls ihre eigenen Wagen haben, die auch Platz brauchen. Irgendwie müssen wir diese Wagen jemals nach Norden schaffen. Ich denke, in Wehrheim werden einiges an Fuhrgerät vorrätig sein. Einige Kräfte sind dort ja bereits zusammengezogen. Die werden ihre Wagen erstmal nicht brauchen. Ich bin mir sicher, dort werden uns einige Wagen zur Verfügung gestellt. Ein gutes Argument. Ebenso wird sich sicherlich entlang der Straße vieles beschlagnahmen lassen. Wissen wir, mit wie vielen Personen wir rechnen müssen bei der Evakuierung? Ich glaube nicht, dass irgendjemand mal eine Zählung vorgenommen hat, wie viele Menschen dort leben. Wir können das versuchen zu schätzen, oder? Reden wir von 1000? Von 10.000? Wir reden von 100.000. Wahrscheinlich eher mehr. 100.000? Nein, wenn nur entlang der Reichsstraße, entlang der Reichsstraße evakuieren, immer noch die Hälfte sicherlich. Ich habe so viele Dörfer waren es nun nicht und ich denke nicht, dass dort so viele Menschen leben werden. Vielleicht sollten wir uns etwas genauer erkundigen, mit wie vielen Personen wir rechnen müssen, um weiterhin planen zu können. Wie viele Wagen wir brauchen, wie viele Zelte wir brauchen, wie viel Wasser wir brauchen. Das wird ein weiteres Problem werden, dem ich. Gib mir mal eine Geografie. Ist das eine Geografie? Ja, Geografie. Ich erschwere sie euch für Nicht-Mittelreicher nochmal um 3 und dann nochmal eine plus 3, wenn ihr eben nicht aus Gareth kommt, sondern Tunamiden seid oder Horasia oder Lanfana. Oder Tobria. Ah, Tobria vielleicht gar nicht mal so sehr, da ist nur eine plus 2 oder sowas. Kann ich das auf Kriegskunst ableiten? Nochmal eine plus 10, ja, dann würde das gehen. Sind wir also insgesamt bei einer 15. Immer noch besser als Geografie auf die minus 2. Isarun hat eine plus 2 eingetragen. Yep. Du kommst ja auch aus Beilung. Ne, gar nicht aus Spoge. Ja, Entschuldigung. Komm, ja. Aus Spoge. Ja, Spoge sind Beilung. Nein, ist schon klar. Alles dasselbe. Aber damit ist es zumindest gelungen. Ömer hat sich auch noch eingetragen. Ömer ist natürlich sehr belesen, war selber nie da, aber Galles. Galles als Sitz einer Baronie, als kleine, große, mittlere Stadt. 1200 Einwohner für Galles. So, und damit mit dies als Sitz einer Baronie könntet ihr mal die restlichen Dörfer könntet ihr dann mal planen. Das sind dann ja Baronie Ramholz, Exenmoos, eine Vogtei, Wolkenried, Gräflich Zippelding, das sind dann so eher Dinge nach Norden in Richtung Weiden. Aber wenn ich euch sage, dass Galles als größere Stadt 1200 Einwohner hat, dann könntet ihr damit mal weiter planen. Ja, und als gelehriger Kartograf, denke ich mir, habe ich mir einfach jeden einzelnen Ort schon eingeprägt dort. Baronie Obstein, Baronie Mistelhausen, den Friedfang Forst. So, Friedfang hat nochmal 800, Nordenheim hat nochmal 600, Gießenhorn 400. Das sind halt nur die Städte. Eine Rechnung ist, dass 90% aller Leute auf dem Land wohnen. Ja, das sind die Siedlungen und Burgen. Also Friedfang als Siedlung, mäßig besiedelt, hat einen Markt mit 820 Einwohnern. So, das ist jetzt Friedfang. Ja, zur allergrößten Not gehen wir in der Reichskanzlei vorbei und fragen dort nach den Einnahmen. Dann kann man ja schon nahe überschlagen, wie viel es da gibt. Stimmt. Ich denke, wir sollten bedenken, dass es keine Umsiedlung auf Dauer ist, sondern eine Evakuierung. Anhand der Städte können wir doch wirklich berechnen, wie viele Leute sind. Auf jeden Stadtbewohner kommen doch ungefähr 10 Bauern. Man rechnen wir mal durch. Wie viele wohnen in Berla? Also Galles sind 1200 Leute. Das heißt, wir haben 12.000 Bauern in der Umgebung, die irgendwie Galles mitversorgen. Oh,
Gallus ist dann einfach die größte Stadt da. Talf ist kleiner, Berla ist kleiner, Zwei Mühlen ist kleiner. Gallus ist dann 600. So. In Zwei Mühlen haben wir nochmal 700. In Talf haben wir nochmal 500. Geschätzt sagen wir 30.000, 35.000. So, dann haben wir Gallus. Hast du Gallus schon eingerechnet? Ja, oder? Ja. Das ist 40.000 sein, wenn es. Sagen wir, 10% können sich nicht aus einer Kraftbaut bewegen, wenn schon 4.000 Leute nur auf Karren. Dann sagen wir großzügig, dass noch etwa 10.000 weitere Flüchtlinge dort untergekommen sind bei anderen Familien. Ich meine, die meisten Bauern werden aber auch ihre eigenen Karren stellen können. Und ihr eigenes Zugvieh. Wenn du mal halt überlegst, dass nur 10%, das wird schon klappen. Sehr zuversichtlich. Das ist auch etwas, worüber wir nachdenken sollten. Was ist mit Vieh von Bauern? Muss dort bleiben, wo es ist. Und Rassasos Untergebene können nicht essen und die von Galotta sind in ihrer Zahl eher minder. Ich glaube nicht, dass wir sonderlich viel daran gewonnen haben, Vieh zu schlachten und Felder zu verbrennen. Und so brütet ihr. Stunde um Stunde. Macht euch Gedanken, lasst euch Karten kommen, legt Zeichnungen an, Listen für oder wieder, wägt ab, was ihr braucht, was ihr nicht braucht, was ihr zurücklassen könnt, wo ihr anfangt, ob ihr von Ost nach West oder West nach Ost, von Süden nach Norden, mit welcher Baronie ihr anfangt und welche Herrscher man anfragen kann. Es dauert. Bis tief in die Nacht sitzt ihr bei Abelmir im Studierzimmer, lasst euch neuen Tee bringen, neue Kekse, die dann ab und zu gereicht werden und brütet. Bis ihr dann irgendwann euch auflöst und euch am nächsten Tage wieder seht.